Moin! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17 auf einer nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map ohne Gräben in der Version 1.4. Ja, wir sind so gut wie fertig mit Pressen auf, mit Ballenpressen auf Feld 9. Wir sind am Feld 12 zu Ende geerntet. Da vorne fährt der Abfahrer, in den ich mich gleich mal eben rein switchen muss, damit der nicht wieder hochfährt. Und ja, wir sammeln Ballen ohne Ende. Wir machen unser Ballenlager voll. Während der Fahrt rausgesprungen, um hier hinterher zu kommen und es nicht zu schaffen. Wie peinlich ist das denn? So, gerade noch rechtzeitig. Weil der muss ja gleich gar nicht erst wieder hochfahren. Der kann ja gleich hier unten bleiben. Weil er ja fertig ist. Oh Mann, Ballen haben wir. Ich weiß gar nicht, wie viele Ballenlager ich bauen soll. Kann's gar nicht sagen. So, den brauchen wir nicht mehr, den Abfahrer. Erstmal. Können wir hier hinstellen, den können wir sauber machen, den können wir auftanken. Er tankt. Schön. So, und ich mach mal das Ballenlager voller. Ja, ich hoffe, dass wir dann, also ja, heute werden wir noch nicht fertig sein mit Ballen, aber ja, passen noch ein paar rein, aber nicht mehr viele. Keine ganze Ladung mehr. Was machen wir dann? Bauen wir noch ein Lager. Nicht nix. So teuer sind die ja zum Glück auch nicht. So teuer sind die ja zum Glück nicht. So, jeden Moment müsste eigentlich der Xerion Meldung machen, dass er fertig ist. Hier mit seinem Feld. Und dann setzen wir den hier rüber auf Feld 12. Dann hat er da auch noch mal genug zu tun. Und dann müsste die Ultima eigentlich auch schon wieder so weit sein, dass ich den Spielstand nicht mehr laden kann. Ups. Naja, wir werden uns überraschen lassen müssen. Das wäre schön, wenn es dafür auch einen Fix geben würde. Ne? Ich meine, ich finde die Ultima echt geil. Echt gut. Benutze sie total gerne. Aber ich muss jetzt schon so oft die rausschmeißen und mir wieder neue kaufen. Das kostet mir jedes Mal pro Ultima 175.000 Euro. Die ich mir dann irgendwann mal wieder dazu cheaten muss. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Hier, gleich ist er fertig. Mit dem Feld. Wir müssen zusehen, dass wir die Ballen runterkriegen. Einfach damit wir schnell wie möglich wieder Performance kriegen. So, ja, ich fahre jetzt nochmal. Ich lasse ihn da gleich stehen. Der sagt gleich, hallo, Hilfe, ich bin fertig. Aber es interessiert mich jetzt nicht. Wir kaufen gleich noch ein Ballenlager. Und ach ja, was wir nicht mehr alles machen werden. Eigentlich in der Version mit Gräben und Graben? Oder ist da auch ein Feldweg? Ich weiß das gar nicht. So,
Aber jetzt gucken wir mal, wie weit wir hier die voll machen. Keine freie Kapazität mehr für Straw. Mein Reden. Daneben passt das leider nicht mehr. Ist leider nicht noch eins davon. Ja, schön ist das nicht. Das zu fahren ist das blöd. Wollen wir denn dann noch eins hin? Na, hier hinten ist ja auch doof. Noch eins hin? Nützt ja nichts. Müssen wir ja wohl so machen. Oh, no, no. Hm? Ich vielleicht noch ein Stück weiter auseinanderziehen sollen. Dann hätte man die schön. Hätte man da schön gespawnt in der Mitte durchfahren können. Hätte Fahrradkette. Sind die ersten Ballen drin. Ja, so ist das. So kommt man zu Ballenlagern. Ja, hier vorne ist ja auch noch Platz. Da kann ich auch noch welche hinstellen. Ich glaube, das hier wird so unser Ballenlager. Platz. Guck mal, dann alles mögliche. Mein Heuballen brauche ich nicht. Das habe ich bisher nicht gebraucht. Weiß ich nicht, ob ich überhaupt mal welche machen werde. Aber Grasballen brauchen wir immer mal wieder. Silageballen brauchen wir und Strohballen brauchen wir sowieso. Wieso hat der Xerion jetzt noch nicht gemotzt, dass er fertig ist? Jetzt noch hinfahren. Was hat er vor? Ach so, da ist die letzte Bahn. Stehe. Naja, ja, dann war ja gut, dass wir nicht auf den gewartet haben, sondern dass wir schon gleich weitergefahren sind. Strohballen-Session. So, die will ich auch noch haben. Will ich vielleicht nicht nochmal hinfahren müssen. Und einen noch. Und dann sind wir schon wieder voll. Wie schön. Tralala. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen, deshalb mache ich das eigentlich auch gar nicht. Auf geht's. Das zweite Ballenlager voll machen. Also ich kriege ungefähr
werde jetzt ungefähr noch 10 von diesen LKWs da reinkriegen. Und dann ist der auch voll. Ist das auch voll? Dann habe ich da 1000 Ballen liegen. So krass. Das ist so krass. Leute, vergebt mir, ich muss eben was gucken. Sorry, ich musste eben was nachschauen. Hatte nichts jetzt konkret mit uns zu tun hier. Ja, aber guck mal, das geht ja. Hier ist noch Platz. Hier können wir dann wieder rausfahren. Schafe anliefern muss ich sowieso nicht. Vermehren sich ja von selbst. Also ich meine, klar können die noch ein paar mehr Schafe haben, damit die Wolleproduktion noch schneller laufen. Aber ey, was will ich denn noch alles produzieren? Ich komme ja so schon nicht hinterher. Folge wohl fast ausschließlich. Oh, der Rapsabfahrer, der Rapsdrescher ist wieder voll. Ich mich auch mal eben zum Abfahrer steppen. Da ist er. Ups. Naja, hier viel Ertrag haben wir da nicht. Dass er nicht weiterfahren kann. So, einmal leer machen bitte. Ah, ich weiß, dass der Helfer blockiert wird. Ich blockiere ihn ja selber gerade. Und weiter sammeln hier. So, wo ist denn hier mein... Aha, steht da hinten. Warum auch immer. Was auch immer er da will. Aber da gehen wir jetzt hin. Es kommt auch keine Fehlermeldung, ne? So wegen durchdrehende Reifen oder ist fertig oder hat sich in den Kopf geschossen oder sonst irgendwas. Macht gar nichts. So. Weiter geht's mit dem Sammeln. Das Feld hier auch bald leer haben. Dann haben wir ein paar Folgen. Sachen ansehen. Wo wir noch Rüben ernten.
schöne Reihen sind das hier, ey. Echt, echt klasse aus. Wirklich klasse. Fertig. Abfahren. Ja, es wäre schön. Das könnte ich mir natürlich selber bauen. Wenn es einfach noch andere Ballenlager gibt, wo man nur Stroh lagern kann oder so, aber naja. Vielleicht kommt das irgendwann mal. Im Moment nicht. Dass wir das hier voll kriegen. Wir hier nachher nach hinten noch eins querstellen fast. So, wie viele Ballen haben wir jetzt hier schon drin? Wie viele Strohballen? 115 Strohballen haben wir jetzt hier schon drin. Wahnsinn. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn hat Methode. Weiter geht's. Krieg ich ja allein aus dem Feld hier, aus dem Feld 12, krieg ich ja über 500 Ballen raus. Schätze ich mal. Kommt, alle mit, alle einsteigen, dabei sein hier. Gewinne, gewinne, gewinne. Dann kann ich den nämlich vielleicht gleich noch mit Follow Me hinten dran hängen. Das wäre ja noch was. Das wäre ja abgefahren. Kann ich mich ein bisschen um was anderes kümmern und muss mich nicht hier immer nur ums... Oh. Der Raps-LKW ist auch gleich schon wieder voll. Der Raps-LKW, der Raps-Drescher ist gleich voll. Naja, der wird dann da wieder irgendwo stehen, dann fahre ich da hin. Aber ich bin jetzt auch schon wieder voll. Krass, wie schnell das geht. Einer nach dem anderen.
Jetzt haben wir hier 159 Ballen drin. War auch schon wieder zum Drittel gefüllt fast. Dann müssen wir irgendwann auch mal eine große Grasernte und Silageernte. Also, ne? Grasernte und Silage machen. Und ja, was weiß ich alles. Aber wenn wir hier weiter sind, dann müssen wir ansehen, auf jeden Fall, unbedingt. Und dann müssen wir auch unbedingt, aber was wollte ich denn jetzt sagen? Doch vergessen. Ach so, dann müssen wir uns dann nächste Woche vielleicht, wenn wir das schon schaffen, nochmal ein bisschen, ja, wobei nächste Woche werden wir es schaffen. Dass wir uns mal ein bisschen um die Produktion kümmern. Weil das Aussehen, das geht ja auch relativ gut und relativ autark. Da brauche ich ja nicht jedes Mal bei sein. Das können wir ja Helfern überlassen. Das funktioniert ja eigentlich. Hier die Reihe und dann sind wir auch schon wieder voll. Und voll. Gar nicht so schnell geht das. Ach, der Drescher steht da noch auf dem Feld, ne? Bestimmt gleich immer mal im Weg. Aber gucken wir mal. Oh, soweit schon. Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein schönes Wochenende im Allgemeinen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Das würde mich freuen. Noch mehr freuen würde mich das natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet zur nächsten Folge. In diesem Sinne sage ich ciao.